Ja, die Margit Pichler, sie leitet den Lehrgang Berufsorientierung an der PH Niederösterreich und sie wird uns jetzt die Aktivitäten an der PH vorstellen. Ein herzliches Gott auch von meiner Seite, Pädagogische Hochschule Niederösterreich in Vertretung mit dem Lehrgang für Berufsorientierung, wie bereits gesagt. All diese Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen, die hier stattfinden sollen, um unseren Pädagoginnen und Pädagogen mit dem notwendigen Wissen auszustatten, um das letztendlich an die Jugendlichen heranzutragen, damit sie hier ein Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeitsbewusstsein entwickeln können. All dies kann stattfinden in Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Fortbildungsmöglichkeiten an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Und findet bereits statt. Es ist bereits gelebte Kooperation. Wir haben bereits die Kooperation mit der Hochschule für Umwelt- und Agrarpädagogik. Und wir haben Frau Diplom-Ingenieurin Isabel Vogel schon in unseren Lehrgängen drinnen. Der le letzte Lehrgang hat die Absolvierung gefunden am Freitag. Letzte Woche Freitag durften wir 22 Absolventinnen und Absolventen vom Lehrgang Berufsorientierung hinausschicken, in die Schulen mit breitem umgesetzten Wissen, um das Wissen umzusetzen, um berufsbildungsrelevante Innovationen hinauszutragen. Und da gehört die Maßnahme BO Grün sehr strikt dazu, ist auch in unserem Umsetzungskonzept oder in unserem Ausbildungskonzept beinhaltet. Und vielen Dank auch für die Vorstellung der Unterrichtsmaterialien. Ich darf auch als Pädagogin selbst schon an einer Schule mit diesen Unterrichtsmaterialien ein Jahr lang eine Klasse begleitet. Und sie finden hier wirklich Möglichkeiten statt, dass wir den Jugendlichen breitere Felder und Paletten von Berufsauswahlmöglichkeiten anbieten können. Teilweise auch Berufe, die wir heute noch gar nicht kennen, Berufe, die zu wenig bekannt sind. Und das ist eigentlich die Aufgabe, dass das an die Pädagoginnen und Pädagogen, an Sie weitergegeben wird und das in den Lehrgängen der pädagogischen Hochschule stattfinden kann. Nicht nur in der Aus- und Weiterbildung des Berufsorientierungslehrganges, sondern auch in Fortbildungsmaßnahmen, wo wir in enger Kooperation mit der HAUP sind, um hier wirklich die Kompetenzen hinauszutragen, damit wir das an die Jugendlichen letztendlich gestalten können. Die Prämisse ist eben für uns, dass wir wirklich eine breite Palette an Berufen für Sie als Pädagoginnen stattfinden lassen können. Wenn Sie heute nicht die Chance haben, in den Workshop hineinzukommen, um diese Unterrichtsmaterialien kennenzulernen, darf ich Sie natürlich ganz herzlich einladen, die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich zu besetzen, denn hier können wir dann Ihnen diese notwendigen mit der Zusammenarbeit der HAUP näher bringen, um sie dann wirklich umsetzen zu können. Wir haben, wie gesagt, einen Lehrgang für Berufsorientierung am Freitag vorige Woche absolviert. Der neue Lehrgang für Berufsorientierung, nämlich für Berufsorientierungslehrer und Lehrerinnen und für die Berufsorientierungskoordination, startet im Oktober 2017. Hier haben wir auch schon Anmeldungen. Es ist der Bedarf, es ist ein großer Andrang, weil wir hier wirklich sehen, es ist ein Bedarf in der Ausbildung, um den Forderungen des Bildungsministeriums nachzukommen. Mit September 2017 wird es einen Erlass geben, wo der Berufsorientierungskoordinator ganz klar geregelt ist. Das heißt, die Position der Berufsorientierung an den Schulen draußen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und hier greifen wir mit der Ausbildung und Fort- und Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich ganz klare Schritte und wollen hier wirklich Maßstäbe setzen in der Ausbildung am Schulstandort für methodisch-didaktische Maßnahmen der Berufsorientierungslehrer und Lehrerinnen und zum anderen eine wirkliche Sonderstellung in Österreich hat das Bundesland Niederösterreich mit der Ausbildung zum Masterlehrgang Berufsorientierung. Also wir haben die Berufsorientierungsausbildung, den Masterlehrgang Berufsorientierung und freue mich auf weitere gute Kooperationen mit der HAUP in Vertretung mit der Frau Diplom-Ingenieurin Isabel Vogel, die heute leider nicht hier ist, die auch meine Ansprechperson ist in diesem Bereich, weil wir wirklich das in die Klassen hinaustragen wollen und Sie als Pädagoginnen und Pädagogen dafür in die Verantwortung gehen und das auch in bester Weise dann umsetzen können. Ja, meine Damen und Herren, dann ist es jetzt soweit. Wir starten in den Programmpunkt 2, in den
sogenannten Markt der Möglichkeiten. Sie haben jetzt die Möglichkeit, bei insgesamt 11 Unternehmen, Schulen und auch Initiativen sich zum Thema zu vertiefen. Sie haben jetzt wirklich die Möglichkeit, sich auszutauschen und vor allem jetzt auch schon zu beginnen, Ihre Netzwerke zu bauen. Ich darf Ihnen dann ganz, ganz kurz nur erwähnen, wer da jetzt mit dabei sein wird. Natürlich das Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft. Da wird das österreichische Umweltzeichen vorgestellt. Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik hat einen Stand. Dann die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Landtechnik und Lebensmitteltechnologie, das Franziskus-Josephinum in Wieselburg, eine der angesehensten Schulen, die wir bei uns in Niederösterreich haben. Dann ganz spannend, Hut und Stiel, das ist ein Wiener, oder sag mal, es ist die Wiener Pilzkultur, vielleicht haben Sie davon schon gehört. Das ist ein Bereich aus der Stadtlandwirtschaft, wo es darum geht, Ressourcen und umweltschonende Prozesse zu fördern. Der Kern des Projekts ist die Zucht von Speisepilzen und zwar auf Kaffeesud. Die Herren, die das machen, die radeln sozusagen die Kaffeehäuser, die Restaurants, die Hotels in ganz Wien ab, holen sich den Kaffeesud und züchten dann darauf im Keller tief unten Pilze und liefern die dann wieder aus. Ja, also wieder zurück in die Restaurants oder eben wird es auch direkt auf dem Markt verkauft. Ich finde das eine großartige Geschichte. Dann stellt sich auch nochmal vor der Verein NEL, Netzwerk Existenzgründung in der Landwirtschaft mit der Perspektive Landwirtschaft. Und weiter geht's dann mit JUMP. Das ist eine Jugendumweltplattform, versteht sich als Sprungbrett in den Umweltbereich hinein und bietet alle möglichen Programme, Veranstaltungen, Lehrgänge und auch Druckwerke. Die ENO, die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, ist dabei. Und auch WatchaDo, das ist ein erfolgreiches österreichisches Startup, das einfach zugängliche Berufsorientierung ermöglicht. Wie das funktioniert, können Sie dann auch direkt am Strand, ja, schön wär's, am Stand erleben. Aber wie gesagt, der Stand der HLUW Ispertal, auch den können Sie besuchen. Das ist eine berufsbildende Schule, eine berufsbildende höhere Schule, die bereits mit dem österreichischen Umweltzeichen für Schulen zertifiziert ist. Dann gibt es einen Stand Practical Robotics Institute Austria. Da geht es auch darum, dass man die Schüler ja auch dazu bringen soll, auch mehr in die Forschungsrichtung einmal gehen zu wollen. Also auch da gibt es einige interessante Aspekte. Und der 11. Stand heißt Milch. Und da geht's, ist auch ein Startup, ein sehr junges Startup, und da geht's um die Upcycling-Branche. Und im speziellen Fall geht's darum, wie man aus Männerkleidung Frauenkleidung machen kann. Klingt auch interessant, wie ich meine.